Ja, Freunde, und damit herzlich willkommen zu einem neuen Video. Wisst ihr, was ist passiert? KNM musste auch schon wieder schrauben. Hallo? Ja. Aber fährt wieder. Fährt wieder, genau. Also wir sind heute mal wieder den ersten Tag in Beckwitz nach dem Urlaub in Beckwitz. Oh, mal ein bisschen gucken, es ist ziemlich staubig, ziemlich trocken. Ja. Aber wir hatten mal Bock, wir wollten mal testen, vor allen Dingen, ne? Die neuen Räder wollten wir testen, ich zumindest. Also Grip ist definitiv da. Also wenn ihr neue Räder und Reifen braucht. Ne? Henry Racing Parts. Gut, das muss jetzt sein. Ne? Werbung muss sein. Das wisst ihr doch alle. Das ist aber gute Werbung. Ja. Das ist halt nicht so eine Handcreme oder was ich was. Nee, oder. Das ist eine gute Werbung. Ja, was da ist für ein Scheiß gibt es heutzutage. Was ist denn da los? Meine Fresse. Wir sind gerade durchgefahren, was macht er? Ja, fährt mitten in der Mitte. Halt die Anfänger hier! Ja, echt Junge, immer halten sie einen auf. Schade, wäre schön gewesen. Ja, schön Stein, Klatsch. Hallo. Oh, Panzer. Was ist denn da los? Meine Fresse. Das tut er aber hier. Mit seinem Moped. Kurz bevor du losfährst. Ja.
weg da, nimmst mir den Schwung. Steht er da wie eine Ölgötze. Mega, die neuen Reifen, mega. Für die, die meine Videos regelmäßig gucken, Ben, dem wir das Geburtstagsgeschenk haben, das war halt die Softwareoptimierung und man merkt natürlich deutlich, dass die Karre natürlich viel besser durchkommt. Den kennt ihr alle schon, der wird immer ohne Buggy da. Der hat mal wieder Bock gehabt auf ATV. Ja, ganz entspannt. Das hängt gerade drin durch. Der hat direkt in der Schaue drin. Oh, wieder. Empfehlen. Muss Gas geben.
hört er natürlich. Gerade den Huckel da oben. Ja, das hat er natürlich gehört, ne? Hat er gehört. Er hat sie gesehen. Ja, ja, ja. Sieht gar nicht so tief aus. Yeah.
bin ja schon weiter. Aber welche Spur gemacht habe. Ja, ja. Ist Loch drin, wo ein Jeep schon feststeckt. Ah, du hast aber Auftrieb, der schwimmt schon. Warte mal. Warte mal ein bisschen. Dinger, 8x8, aber hat natürlich nicht so viel Bodenfreiheit, man sieht es hinten, das ist das Problem, ne? Da sitzt sie auf. Oh.
da unten fahren beigebracht. Der steht schon wieder in der Mitte. Schon wieder rum, sage ich mal. Kurz vor um 4. Wir laden auf. Ich war schon ein bisschen schneller. Also ich muss sagen, den Unterschied, was die Reifen angeht, habe ich heute bergwärts deutlich gemerkt. Deutlich mehr Grip. Ich bin auch Sachen durchgefahren oder hochgefahren, wo ich früher mindestens im Allrad brauchte und mehrere Anläufe. Top. Also die Reifen sind wirklich top. Danke nochmal an dieser Stelle, Henry. Ich bin begeistert. Gut, Freunde, war ein kurzes Video, war jetzt vielleicht nicht so viele Passagen, die vielleicht jetzt so waren, aber es war, wie gesagt, das erste Wochenende nach dem Urlaub hier in Beckwitz, wo wieder auf war. Naja. Gut, wenn es euch gefallen hat, denkt dran, lasst einen Daumen da, wer Bock hat, einen Kommentar. Und ansonsten sehen wir uns wieder im nächsten Video. Rein gehauen. Bis dann, euer Bagerze. Ciao, ciao.